Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist wieder mal Zeit für ein Mini-Album. Und zwar hatte ich euch ja versprochen, dass wir mal ein Album machen aus so einem Paperblock. Und ich habe mich jetzt für diesen entschieden aus dem Action. Der ist jetzt relativ aktuell. Und ich habe den auch schon komplett auseinandergenommen. Also ich habe jetzt hier nur noch das Deckblatt. Und natürlich kann ich euch nur raten, hebt den Rücken auf jeden Fall auf, weil das ist richtig super dicke Pappe, die ihr wunderbar für Covers nutzen könnt für eure Alben. Und ich habe mir ein bisschen was für die Seiten überlegt. Und zwar bin ich ja immer so der Freund davon, so wenig wie möglich Verschnitt zu haben. Deshalb habe ich ein bisschen getüftelt und habe mir was ausgedacht, wie ihr dieses Designpapier wieder direkt nutzen könnt, ohne einen uniformen Cardstock zu nutzen. Und diese Papiere sind ja alle so wunderschön doppelseitig bedruckt, was in diesem Fall jetzt sehr gut ist. Und es gibt einige Motive, die man halt nur in eine Richtung benutzen kann. Also so wie dieses Motiv, das sollte man schon so rum benutzen und nicht irgendwie so oder auf dem Kopf, dass die Endchen auf dem Kopf stehen. Das würde ein bisschen komisch aussehen, genauso wie mit den Blüten. Und dann gibt es ja auch noch Motive, bei denen es jetzt nicht unbedingt die Rolle spielt, wie rum man sie nutzt. Und das habe ich mir jetzt mal auseinander gemacht. Also habe das sortiert in diese Papiere, die halt nur so in eine Richtung nutzbar sind und in welche, die man halt in jeder Richtung nutzen kann. Und habe mir dann dazu zwei verschiedene Seitentypen überlegt. Und zwar einmal für die Seiten, die man halt nur in eine Richtung nutzen kann, sieht die Seite dann so aus. Und da haben wir dann hier vorne eine Lasche, wo man was reinmachen kann. Und auf der Rückseite auch nochmal eine Lasche. Und wie diese Seite funktioniert, zeige ich euch gleich. Das zweite die zweite Seitenvariante ist dann diese, bei der es nicht so wichtig ist, wie rum das Motiv ist. Und da haben wir dann vorne eine Lasche und hinten eine Lasche, wo wir was hineinstecken können. Und ihr seht schon, es sind ja, ganz normale Klappseiten in einem quadratischen Format. Und ich möchte in diesem Album dann eine Farbenbindung nutzen. Deshalb habe ich hier jetzt nichts, um die Seiten im Album einzukleben, sondern habe sie einfach nur so belassen und wir nutzen dann die Fadenbindung, um das Ganze zu fixieren. So, jetzt erstmal genug erzählt. Wie gesagt, das sind unsere Grundseiten. Ich zeige euch jetzt als erstes, wie ihr so eine Seite hier kreieren könnt. Und dazu braucht ihr zwei dieser DIN A4 Seiten. Sucht euch immer so ein bisschen was, was so zusammenpasst. Ich habe mich jetzt hier für die Blümchen und für diese, ja, für die Entchen und die Teddys und Hasenrasseln entschieden. Und dann braucht ihr natürlich euer Schneidbrett. Und dann nehmt ihr euch als erstes eine dieser beiden Seiten und schneidet euch die zu auf 14,7 an der langen Seite. Könnt ihr direkt durchschneiden. Und dann falzt ihr die beiden jeweils bei 6 cm. Einmal. Und zweimal. Und dann klappen wir das Ganze gleich um und haben dann schon mal unsere Grundseite fertig. Also eins klappt dann nach innen, eins nach außen, so dass ihr das dann beides nachher hier aneinander kleben könnt. Und dann seht ihr schon so ein bisschen das Prinzip. Und das zweite Papier, das brauchen wir nicht ganz. Da wird ungefähr so ein Stück übrig bleiben. Das ist aber nicht schlimm. Das können wir nachher dann super als Fotomatte zum Beispiel nutzen. Oder ihr macht daraus noch ein kleines Flipbook und macht es mit ins Album. Das schauen wir dann, was wir am Ende noch benötigen. Das hebe ich erst einmal auf. Wie gesagt, ihr nehmt euer zweites Papier und schneidet das auf 14,7 wieder.
das Stück Blatt über und dann auf 10,5. Und dann bleibt noch ein zweites Stück übrig. So, dann nehmt ihr euch eure Seite und jetzt wird, jetzt habe ich hier oben noch so ein bisschen was drin, das ist nicht so wild, jetzt wird dieses Papier einfach hier eingeklebt. Aber dazu machen wir jetzt hier erstmal nochmal eine ordentliche Faltung, dass das schön anliegt. So, und dann nehmt ihr, wie gesagt, jetzt muss ich erstmal wieder schauen, dass das richtig rum ist, so. Dann nehmt ihr euch euer Papier und dann gucken wir mal, dass wir das hier schön angeklebt bekommen. Gut, dann brauchen wir Klebeband. Ich nehme dazu hier das Abreißband vom Action oder vom Teddy, was euch da lieber ist. Und bringe das jetzt hier außen einmal an. Jetzt schauen wir nochmal. Genau. Und ich bringe es auch noch einmal hinten an, damit wir das nachher auch schön aneinander kleben können. Und noch zusätzlich eins in der Mitte. Okay. Und als erstes machen wir mal das hier vorne ab, damit wir unser Designpapier ankleben können. Jetzt ist es wichtig, dass ihr schaut, dass es hier vorne schön abschließt. Und dann streift ihr das Ganze schön glatt. Und jetzt müssen wir nur noch hier auf der Front, ups, hier haben wir ein Papier dran, auf der Front ein Stück Klebeband anbringen. Jetzt muss ich kurz schauen. So, genau. Das machen wir auch als erstes wieder mit ab. Und jetzt machen wir auch zusätzlich die anderen beiden gleich mit ab. Zack. So, und jetzt ist es wieder wichtig, dass wir schauen, dass das hier schön abschließt. Ups. Okay. Perfekt. Und schon habt ihr eure Seite fertig. Und das, was wir jetzt hier übrig haben, halbieren wir einfach in der Mitte. Ich messe bloß nochmal schnell, wie breit es insgesamt ist. 10,5. Das heißt, wir machen bei 5,2 einfach mal einen Schnitt. Und haben dann gleich noch zwei Taschen geschaffen. Und das Schöne ist, wir haben es ja verkehrt. Also wir können uns ja entscheiden, für welche Seite. Also machen wir eine mit Blümchen, eine ohne Blümchen. Und die kleben wir dann auch an. Dazu nutze ich hier das schmalere Sticky und klebe das einfach an den Rand. An den beiden Seiten und einmal oben entlang. So. Und das machen wir auch alles ab.
ein. Und dann kleben wir das einmal ringsherum an und haben dann jetzt hier eine schöne Tasche geschaffen, wo man etwas reinstecken kann. Und auf der anderen Seite machen wir es genau andersrum, da möchte ich gerne die Blümchen sehen. Und das heißt, wir kleben einmal hier hinten. Und einmal links. Und einmal rechts. Und dann haben wir das Ganze auch fertig. Und das kleben wir jetzt auch noch fest. Sehr schön. Und haben hier auch ein Tischchen. So, somit ist unsere erste Seite fertig, beziehungsweise in meinem Fall schon mal die zweite. Und jetzt zeige ich euch noch, wie ihr dieses einfache Modell hier kreiert. Dazu sucht ihr euch, wie gesagt, eine Seite aus, bei der es nicht so wichtig ist wie rum. Und die wird jetzt auch nicht zerschnitten, sondern komplett genutzt. Und ihr faltet sie wieder an der langen Seite bei 14,7. Wie gesagt, hier wird nur gefalzt, nicht geschnitten. Und an der kurzen Seite bei 6 cm. Und jetzt müsst ihr diese Falz hier unten einfach einschneiden. Also am besten, ihr legt euch das hier auf euer Falzbrett drauf und schneidet das vorsichtig bis zur mittleren Falz auf. Dass das Ganze so aussieht. Und mir fehlt jetzt hier noch ein klitzekleines Stück. Und dann wird gefalzt. Einfach einmal zur Mitte. Und dann klappt ihr das auf. Ich möchte aber das Bunte eher nach außen, also so. Und dann werden diese Laschen nach oben gefalzt, einmal nach hinten und einmal nach vorne, und dann habt ihr hier eure Klappfunktion, und die beiden, die werden jetzt einfach an den Außenrändern mit Sticky versehen und festgeklebt. Schon habt ihr eine Tasche geschaffen. Die wird jetzt einfach nach oben gemacht. Steht hier ein klein wenig über. Das macht nichts, schneiden wir nach. Sehr schön. Okay. Und hier ebenso. Einmal links, einmal rechts. Sehr schön. Und
Und wir haben wieder Taschen vorn und Taschen hinten und haben eine Seite geschaffen. So, und so macht ihr das mit all den Papieren. Es werden so einige Seiten werden. Das steht schon mal fest. Also zwei der Papiere habe ich natürlich genutzt, um das Cover außen zu gestalten. Aber es werden trotz alledem so einige Seiten werden. Sucht euch, wie gesagt, das aus, was zusammenpasst und macht erstmal die Seiten fertig. Dann habe ich hier natürlich noch zusätzlich, das habe ich auch schon alles aus dem Block rausgenommen, einmal waren ja da eine ganze, ganze Menge Text mit drin, die wir noch mit verarbeiten wollen. Mal sehen, ob ich alle verarbeite, glaube ich nicht. Mal sehen. Und auch natürlich die ganzen Stanzteile sind ja auch eine ganze Menge, ganz viel Kleines und auch etwas größere Sachen dabei. Die muss ich noch ein bisschen auseinander sortieren und mir das so ein bisschen nach Themen vielleicht, weil es war ja wirklich sehr viel auch so, ja, so querbeet da drin. Und davon möchte ich natürlich auch so einiges mit verbrauchen. Und ja, ich würde euch jetzt natürlich zeigen, wie ich das Cover noch mache. Und zwar habe ich dazu auch schon ein bisschen was vorbereitet und sage euch jetzt auch gleich noch was zu den Maßen. Und zwar ist es wieder so ein Cover geworden, wo ich das Mittelteil eingeklebt habe. Das habe ich euch ja schon mal gezeigt, wie das funktioniert. Ich glaube, bei dem Dschungelalbum war das, kann ich euch hier oben noch mal gerne verlinken, wenn ihr da noch mal genauer schauen möchtet, wie das funktioniert. Ich habe wieder Pappe genommen, habe die einfach mit weißem Papier eingeschlagen und habe aber für den Mittelsteg habe ich das Aquarellpapier genommen, weil das einfach ein bisschen dicker ist. Und die Maße sind, also ihr braucht zwei Pappen in den Maßen 16 mal 15,5 und der Mittelsteg ist 5,8 mal 16, mal 15,5. Dann habt ihr schon mal euer Cover, das habe ich schon komplett in weiß eingeschlagen und habe mir für außen auch schon das Designpapier zurechtgeschnitten, habe ich mich für dieses Motiv entschieden und das habe ich zugeschnitten auf das Maß 15 mal 14,7. Das werden dann unsere beiden Außenmotive werden. Dann gibt es natürlich zwei Stücken, die übrig bleiben und da werde ich auf jeden Fall noch eins für hier hinten dann gleich mit nutzen. Ich weiß nur noch nicht, ob ich das nutze oder das, was ich innen drinnen nehme. Das muss ich mir noch überlegen, denn für innen habe ich mir dieses Designpapier ausgesucht. Das ist einfach auf der Rückseite nicht so schön. Deshalb habe ich gedacht, gut, dann nimmst du das zum Innenverkleiden. Und da ich leider aufgrund des Maßes aus einem A4 nicht komplett das Album verkleiden kann, musste ich ein bisschen stückeln und ein bisschen tricksen, sage ich mal. Und deshalb habe ich mich entschieden, oben und unten einfach noch ein Washi-Tape mit zu verwenden, was ein bisschen dazu passt mit den Pünktchen. Das habe ich hier schon mal oben einmal durchgehend angeklebt. Dazu noch darunter doppelseitiges Klebeband, damit es besser hält. Und somit kann ich dann ein bisschen tricksen und hatte mir auch schon überlegt, dass ich vielleicht das an den Rand setze und dann das dagegen. Das fand ich auch ganz hübsch. Das werde ich wahrscheinlich auch so machen. Dann kann ich wenigstens das Papier nutzen komplett. Und was hier überbleibt, den Steg, den würde ich dann außen hier für den Rücken verwenden. Ja, ich würde jetzt einfach mal noch das Papier für innen schnell zuschneiden und dann bin ich gleich wieder da. So ihr Lieben, ich habe jetzt hier schon mal ein bisschen vorbereitet und habe oben und unten bereits das Washi-Tape angebracht, habe darunter noch ein bisschen doppelseitiges Klebeband gemacht, damit es einfach besser hält und habe in der Mitte schon mal eins der Designpapiere aufgeklebt, einmal von innen und auch einmal von außen und habe jeweils 4 oben und 4 unten von diesen Ösen bzw. Eyelets da reingemacht und habe mich für weiß entschieden, weil ich finde, das passt natürlich am besten hier zu diesem Designpapier dazu. Und die Maße sage ich euch jetzt auch noch. Also in der Länge sind es 14,7 und in der Breite sind es 5,7.
einmal innen und Quatsch, einmal außen und innen genau das gleiche. Und jetzt werden wir das hier innen erst einmal fertig machen. Und zwar habe ich ja von dem Außenpapier noch hier die zwei Reststücke. Die sind ebenfalls 14,7 in der Länge. Und in der Breite sind sie 6 cm. Da habe ich zwei Stück. Die möchte ich hier links und rechts anbringen. Und in der Mitte jeweils das gepunktete, ebenfalls 14,7 in der Länge und 10 cm in der Breite. Und die werden wir jetzt hier einfach mal ankleben. Und ich fange einfach mal an, zuerst das gepunktete Papier hier anzukleben. Und zwar mache ich das einfach mit Flüssigkleber, denn das Papier ist schön dick. Da geht das richtig gut, ohne dass es sich wellt. So. Und dann kann man das jetzt hier nämlich super gut anpeilen. Lasst ein bisschen Luft hier zwischen, weil das ist ja auch gleichzeitig unser Knick vom Buch. Und dann nehme ich mir wieder mein Rakel und streiche das Ganze schön glatt. Und wenn da jetzt ein bisschen wieder was an Kleber rauskommt, oh, tut es gar nicht, ich dachte, dann kann man das auch einfach abwischen. Okay, so, das haben wir und dann setzen wir gleich daneben unser Blümchenpapier. Und dann möchte ich euch als nächstes noch kurz zeigen, wie ich die Seiten hier einnähe. Oder was heißt einnähe? Festmache. Das klebe ich jetzt hier schön Stoß an Stoß zu dem anderen. Gucken wir mal, ein bisschen, nee, steht gar nicht drüber, schließt perfekt ab. So sollte das sein. Dann machen wir das Ganze auf der anderen Seite genauso. Als erstes das. Der Vorteil am Flüssigkleber ist natürlich wieder, ihr könnt hier ein bisschen positionstechnisch super korrigieren. Jetzt haben wir hier ein bisschen Kleber drin. Und dann auch das Blümchenmotiv. Zum Verschließen außen habe ich mir jetzt auch schon ein hübsches Schleifenband ausgesucht. Das zeige ich euch gleich. Okay, klebt. Passt, wackelt und hat Luft. Und jetzt zeige ich euch noch schnell, wie wir die Seiten hier drin erst einmal befestigen. Und zwar habe ich mich als erstes für diese beiden hier entschieden. Und ich fange von hinten nach vorne an, also sprich hier ist hinten. Und ihr nehmt euch einfach euer Designpapier, legt euch das hier an und macht euch mit einer Nadel, ich habe hier eine dicke Wollnadel, einfach mal ein Löchlein, wo ihr gleichzeitig, also ja, wo das Loch dann hier sein würde. Prägt euch das sozusagen ein bisschen damit vor.
klappt das Ganze auf und piekst das hier einmal durch, sodass ihr hier zwei Löcher habt. Das macht er mit der anderen Seite ebenso. Einmal oben, einmal unten. Und dann brauchen wir natürlich noch einen Faden. Ich habe hier einen einfachen Wollfaden mir rausgesucht. Den werden wir jetzt hier mal einfädeln. So, ich lasse erstmal die Wolle dran und ich fange auch mit der Doppelseite an. Und zwar möchte ich das so machen, dass ich außen dann immer wie so ein Schleifchen habe, einmal oben, einmal unten. Aber das zeige ich euch. Also, ich mache die Seite mal nochmal weg. Also ihr geht hier als erstes einmal von hinten durch, zieht ruhig erstmal ordentlich das Band. Und dann geht ihr durch euer gestochenes Loch von außen nach innen. Und geht das durch das oberste, was ihr euch gemacht habt, wieder raus. Ich habe jetzt hier, wie ihr seht, ja, zwei Löcher. Mein erster Versuch ist natürlich wieder mal nicht so gelungen, aber das macht absolut gar nichts. Weil ja jetzt hier der Faden drauf liegt, dann sieht man das nicht mehr. So, und dann geht ihr hier hinten in dem obersten Loch wieder raus. So. Genau. Und dann geht ihr wieder nach hinten und wieder durch das unterste Loch nach innen. Und nehmt euch eure zweite Seite. Und dann machen wir das ganze Spiel nochmal. Durch das unterste Loch nach innen. Und durch das oberste wieder nach außen. Zuklappen. Erstmal noch ein bisschen anziehen. Genau. Und wieder oben nach außen. Und schon sind die ersten beiden Seiten drin. Jetzt würde ich hier wieder nach unten gehen, denn ich möchte ja, ich schneide jetzt hier die Wolle ab und hier auch, haben wir ein Stückchen über, ist nicht so wild. Und jetzt machen wir hier unten sozusagen ein Schleifchen, so dass wir an dem untersten Loch als erstes eine Schleife haben. Ich mache jetzt einfach mal nur eine Schleife erstmal, denn ich muss noch mal schauen, ob das hier richtig sitzt alles. Jawohl, das sieht gut aus. Sitzt, okay. Denn ich möchte hier unten natürlich auch mal eine kleine Perle mit anbringen, damit das ein bisschen hübsch aussieht. Also ihr werdet im Endeffekt immer hier unten eure Knoten haben. Ihr könnt es auch andersrum machen. Man könnte das jetzt auch alles ein bisschen, ich glaube, ich finde das besser, wenn die oben ist. Also, wir machen das mal oben. Ich mache das mal oben. Ich will oben die Schleife haben. Das heißt, wir müssen das Ganze jetzt ein bisschen nachziehen. Okay, aber das ist ja nicht so schlimm. Also oben sieht natürlich schöner aus. Macht das natürlich bitte gleich richtig und nicht so wie ich hier. So, jetzt ist es mir hier rausgerutscht, aber das macht nichts. Nehmen wir nochmal die Nadel.
So. Und dann machen wir den Knoten hier oben. So dass wir hier oben immer einen hübschen Rücken haben. Und wie gesagt, ich würde das Ganze jetzt verknoten. Als erstes. Also am besten Finger drauf. Und dann gucke ich mal, was ich da Hübsches an Perlen zur Verfügung habe. Na, komm durch. So, lass das erstmal so hängen. Und im Nachhinein kommen dann da noch ein paar hübsche Perlen dran. So, und dann habt ihr eure erste beiden Seiten hier drin. Auf der zweiten Seite muss es nicht genäht werden. Ihr seht, das hält auch super mit der ersten Seite. Das heißt, ihr habt pro Loch immer zwei Seiten. Das heißt, ihr könnt insgesamt 8 Seiten hier einbringen. Und genau das werde ich jetzt auch erst einmal tun. Und dann, wenn ich das soweit habe, beziehungsweise eigentlich können wir das auch jetzt noch machen, müssen wir ja noch unsere Außenverzierung anbringen. Jetzt muss ich bloß mal schnell gucken, wo ich die zugeschnittenen Teile habe. Eins habe ich hier und das zweite ist weg. Oder? Ne, da ist es. Okay. Die beiden Seiten kommen dann nach außen. Ich werde dieses Album mit Hilfe eines Magnetverschlusses schließen. Und zwar habe ich mir hier aus diesem Designpapier, was auch auf dem Rücken ist und hier innen drin ist, eine Art Banderole gefertigt. Die hat jetzt das Maß in der Breite erstmal von 4 cm. Und dann habe ich es hier vorn schon mal abgerundet und habe es dann bei 2,5 cm gefalzt. Das ist dann sozusagen das, was hier vorne dran kommt. Und dann habe ich mir hier schon mal so einen hübschen Strassstein ausgesucht. Da habe ich bereits einen Magneten drunter festgeklebt mit Hilfe von Sekundenkleber. Und der wird dann sozusagen hier vorne das Album verschließen. Ich kann euch jetzt im Moment noch nichts zu der Länge der Banderole sagen, weil ich noch nicht weiß, wie dick mein Album im Endeffekt wird, wenn es dann fertig ist. Das heißt, die Banderole werden wir dann relativ zum Ende des Albums anbringen. Und ich werde euch jetzt erst einmal noch zeigen, wie ich es hier außen gestalte, bis auf die Rückseite. Die machen wir, wie gesagt, als allerletztes, weil dann darunter ja diese Banderole verschwinden wird, der zweite Teil davon. Und deshalb machen wir als erstes mal nur die Front. Und da habe ich ja bereits für vorn und auch für hinten die Designpapiere zugeschnitten. Da hatte ich euch ja die Maße schon gesagt, aber ich sage sie euch lieber nochmal, falls ich es doch vergessen haben sollte. Und zwar ist es 15 x 14,7, das Ganze zweimal für vorn und hinten. Und ich dachte mir, so nackig sieht das ja vorne nicht so schön aus. Deshalb habe ich mir mit Hilfe dieser Stanze, die auch mal aus dem Action war oder ist, besser gesagt, aus so einem zarten roséfarbenen Papier ausgestanzt noch diesen Rahmen, wie gesagt. Und obendrauf habe ich mit ebenfalls einer Actionstanze diesen Rahmen ausgestanzt und habe da bereits einen schönen Stempel aufgebracht, Memories Last a Lifetime. Und das möchte ich dann wiederum mit ein paar dieser Stanzteile noch verzieren. Da habe ich mich jetzt für diese Blüten entschieden, damit man das hier nochmal mit aufnimmt. Die werde ich dann noch hier so drapieren. Und dann habe ich hier auch noch so schönes selbstklebendes Band. Das möchte ich hier auch noch mit anbringen. Ich weiß nur noch nicht wo. Ich denke entweder hochkant oder quer. Das schaue ich gleich mal. Aber als erstes muss ich dann auch schauen mit der Banderole. Also als allererstes kleben wir jetzt einfach mal das Designpapier auf. Das mache ich dann wieder mit dem Flüssigkleber. Weil, wie gesagt, das Papier ist ja schön dick und da kann man das ruhig mit Flüssigkleber machen, ohne dass sich da was groß wölbt.
Und dann können wir das erst einmal schön gerade platzieren. Und dann nehme ich mir hier wieder mein schönes Rakel dazu. Also als ich das einmal gesehen hatte bei einer anderen YouTuberin, seitdem nutze ich das wirklich immer, weil es einfach genial ist, um wirklich das schön glatt hinzubekommen und ihr dann auch eben den Kleber darunter gut verstreichen könnt. Das finde ich einfach richtig gut. So, jetzt habe ich hier ein bisschen Kleber angeschnattert. Macht nichts, kann man gut abmachen. Perfekt, und es klebt. So, dieses Papier ist relativ dünn, deshalb werde ich das dann wahrscheinlich oder nicht wahrscheinlich, auf jeden Fall mit der Klebemaus anbringen. Bevor ich das jetzt tue, muss ich jetzt wie gesagt einmal schauen. Am besten, ich lege mir mal die Banderole hier drunter, damit ich dann sehen kann, wo ich das positioniere. Das wäre dann, wie gesagt, der Verschluss. Den mache ich mir jetzt hier einfach mal mit einer Klammer fest. Relativ mittig, damit ich sehe, wo das liegt. So, und jetzt werden wir uns noch schnell überlegen, wo wir das Band hinmachen. Ich könnte das ja auch hier mit. Oder ich mache es an den Rand. Ich könnte es ja auch so und so machen. Ich klebe erstmal das auf. Wie gesagt, mit der Klebemaus. Da werde ich jetzt einfach mal so ein paar Bahnen aufkleben. Da nehme ich mir jetzt mal meine Pinzette zur Hilfe. Dann kann ich das nämlich schön fixieren. Okay. Und das mache ich jetzt auch gleich noch mit der Klebemaus fest. Ebenfalls schön mittig. So. Und jetzt werden wir noch die Blüten drapieren. Die mache ich mir mit Flüssigkleber. Dann nehme ich jetzt meine kleinere. Schauen, ob ich hier was rauskriege. Ich glaube, das muss ich auch irgendwann mal wieder auffüllen. Und wahrscheinlich vom Stoff. Also für so kleine Teile ist der richtig super, der Kleber. Sehr schön. Dann das obere. Und dann können wir mal gucken. Vielleicht machen wir da auch noch ein paar glitzere kleine Strasssteinchen hin. Eigentlich hatte ich hier noch irgendwo auf meinen ganzen ausgestanzten Teilchen hier aus dem Block irgendwo ein Bienchen, aber ich finde das nicht mehr. Wenn ich das noch finden sollte, dann möchte ich das hier nämlich noch gerne dazu kleben. So, dann haben wir das auch. Super. So, und jetzt überlegen wir uns mal noch, ja, ich mache das so.
Also, ich mache das einmal oben. Und ich glaube, ich mache das auch nur oberhalb. Erstmal machen wir hier eine gerade Kante. Dann löse ich mal das Papier hier hinten ein bisschen von diesem doppelseitigen. Das will nicht. Seite vielleicht das noch. Mal sehen, vielleicht geht es ja von der anderen Seite. Auch nicht. Gut, dann machen wir es von der anderen Seite. Wie gesagt, einmal schön gerade abschneiden. Und dann nehme ich mir jetzt auch noch mal kurz mein Feuerzeug. Und mache das noch mal ein bisschen, dass das nicht so ausfranst. Und dann fange ich einfach unten an. Ich glaube, das geht einfacher. Klebe ich das. Hier unten an. Dahin. Super. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal hier quer. Super. Okay, dann haben wir noch ein Stück übrig. Das könnten wir ja, das machen, oder? Hält das hier? Nee, das ist zu kurz. Dann lassen wir das so. Das finde ich gar nicht mal so schlecht. So, jetzt überlege ich, ob ich hier noch ein bisschen Bling-Bling drauf mache. Mich hier erstmal noch entscheiden. Das ist mir zu blinkig. Das wurde vom Farbton her, das ist mir auch zu blinkig. Ich könnte ja was von diesen zartrosanen Halbperlen nutzen. Ich glaube, das macht sich ganz gut.
So. Das hier mal gleich gerade abschneiden. Und dann bringen wir mal die Perle auf. So, jetzt müssen wir uns überlegen, wohin. Ich würde ja sagen, einmal da oben. So, jetzt weiter. So, da machen wir gleich drei. Ne, dann machen wir noch zwei nach da. So. Jo. Okay. So würde ich sagen, finde ich, sieht das doch ganz toll aus. Und so lassen wir das auch. Jetzt können wir das erstmal wieder abmachen. Und jetzt habe ich natürlich vergessen, den Magneten darunter anzubringen. Müssen wir mal gucken. War das hier wieder vorsichtig gelöst bekommen? Ja, das kommt davon. Mal schön vorsichtig. Natürlich verkehrt herum.
Super. Ist das schön mittig? So finde ich das noch besser. Perfekt. So, dann mache ich jetzt hier nochmal ein bisschen Flüssigkleber drunter. Sehr gut. Also den Magneten natürlich bitte vorher anbringen. Nicht so wie ich, aber ich habe es Gott sei Dank nochmal gerettet. Es hat nochmal funktioniert. Wir gucken nochmal. Perfekt. Und das klappt dann hier richtig gut. Der Verschluss sitzt. Die Front sieht klasse aus. So finde ich das richtig schön. Das gefällt mir richtig gut. Und wie gesagt, ich werde jetzt erst einmal die restlichen Seiten noch mit in das Album einnähen hier. Und wenn ich das soweit habe und die auch soweit schon mal dekoriert habe, dann zeige ich euch das nochmal. So ihr Lieben, nun ist das Album endlich fertig. Und ich möchte euch natürlich das fertige Ergebnis nicht vorenthalten. Und zwar habe ich jetzt hier hinten, nachdem ich die ganzen Seiten an sozusagen eingenäht habe, kann man ja schon fast sagen, habe ich hier hinten noch an die Enden der Fäden ein paar Perlen aufgezogen in den Farbtönen hier rosa und violett, sodass das ein bisschen zu dem Album passt. Die Banderole ist jetzt im Endeffekt 5 cm breit geworden. Der Buchrücken hat eine Maße von 6 cm und die Banderole, wie gesagt, habe ich 5 cm gemacht und es ist immer noch genügend Luft, um halt ausreichend an Fotos unterzubringen. Den Rücken, also den Rest der Banderole, habe ich dann unter das Designpapier verschwinden lassen. Hier unten werde ich dann noch meinen Handmade-Sticker aufkleben. Und jetzt schauen wir mal in das Album hinein. Und zwar habe ich natürlich versucht, so einige der ganzen Stanzteile hier mit zu verarbeiten. Es sind auch noch einige übrig geblieben. Dazu zeige ich euch dann am Ende, was ich damit noch gemacht habe. Aber als erstes werden wir einmal durchblättern. Also ich habe hier vorne, als erstes noch, bevor wir anfangen, das Designpapier habe ich wirklich komplett verbraucht, bis auf diese drei Schnipsel. Alles andere ist komplett hier drin verarbeitet. Und hier vorne fange ich mal gleich an. Hier habe ich eines der Stanzteile nur so zur Hälfte angeklebt. Das heißt, man kann hier auch noch ein Foto drunter machen oder ein paar schöne Eintrittskarten, je nachdem für welchen Anlass das Album genutzt wird. Einfach ein paar Erinnerungen hier mit drunter klemmen. Auf der ersten Seite hier vorne habe ich hier noch einen Tag mit reingemacht und eine Fotomatte. Also die Restpapiere habe ich mir immer auf 10,5 x 10,5 zugeschnitten. Und habe da oben auf ein weißes Papier geklebt, was ich mit Hilfe dieser Stanze vom Action einfach nochmal ausgestanzt habe und einen Fotostempel in die Mitte. Und dann kann man das hier schön hineinstecken und dann halt noch das kleine Kärtchen dazu, um vielleicht noch etwas dazu zu schreiben. Hier innen drin das gleiche Prinzip, diesmal halt ohne eine Fotomatte darunter, einfach nur diese ausgestanzten Fotopapiere und halt unten immer noch so ein kleines Goodie mit angeklebt. Das waren auch solche, eigentlich solche Kärtchen. Da habe ich mit Hilfe dieser ovalen Rahmenstanze, die ebenfalls vom Action war, einfach das ein bisschen ausgestanzt, weil ich so dieses
ja, diese Karten einfach so zum Draufkleben, das hat mir nicht gefallen und ich dachte, dann sieht das noch ein bisschen netter aus. Und durch das Stanzen sind natürlich ganz, ganz viele Rahmen entstanden. Die habe ich mir alle aufgehoben. Die kann man ja natürlich wieder für etwas anderes benutzen. Also nicht wegwerfen. Ja, und hier seht ihr dann halt den Faden von der Fadenbindung drin. Und wenn wir jetzt weiterblättern, haben wir auf der Rückseite wieder eine Fotomatte und ein kleines Kärtchen dazu. Und auf der Frontseite hier wieder ein hübsches Foto, ein Platz für ein hübsches Foto und hier unten auch wieder so ein kleines Goodie. Das sind jetzt die anderen Formatseiten sozusagen, wo wir die Taschen an den Seiten haben. Und ich habe auf der anderen Seite habe ich aus diesen Kärtchen, hier sind noch ein paar über, so kleine Flipbooks gemacht. Und zwar sehen die folgendermaßen aus. Ich habe einfach mit Washi-Tape die aneinander geklebt sozusagen, hier in der Mitte oder innen drin die Fotostempel aufgebracht. Und von außen habe ich das dann halt mit diesen ganzen kleinen Stanzteilchen, die halt in dem Set mit drin oder in diesem ganzen Block mit drin waren, halt noch ein bisschen dekoriert. Und dann kann man das hier so drunter klemmen. Davon habe ich etliche gemacht. Hier ist wieder eins. Das hängt ein bisschen fest. Das habe ich ebenfalls dekoriert mit ein paar kleinen Stanzteilen. Und hier haben wir wieder nur eine Fotomatte drin. Auf der Rückseite wieder Platz für ein Foto und ein kleines Sprüchlein. Hier haben wir auch wieder eine Fotomatte und ein Kärtchen drin. Hier drin wieder zwei Fotomatten. Hier ebenfalls wieder. So zieht sich das jetzt durch das ganze Album. Hier haben wir wieder nur die Matte so aufgeklebt. Hier haben wir auch wieder ein Kärtchen drin und hier haben wir auch wieder ein kleines Flipbook, was ich wieder dekoriert habe. Also es hat total viel Spaß gemacht, auch mit diesem Block, weil ja da so viele kleine Schnuddelteilchen sind, die man halt dekorativ schön mitverwenden kann. Und die habe ich halt versucht, dementsprechend mit aufzukleben. Ich habe relativ viel verwendet, aber ich habe auch noch total viel über. Weil ich denke, wenn man jetzt noch mehr hier irgendwo hinklebt, dann wird das einfach völlig überladen. Das ist ja auch nicht Sinn der Übung, dass man hier so völlig erschlagen wird. Ich sage mal, jeder kann sich das ja dann immer noch ein bisschen dekorieren, wie er gerne möchte. Hier habe ich noch, seht ihr, das wollte ich euch auch noch zeigen. Und zwar habe ich hier die Restpapiere. Weil ich noch ein paar Fotomatten brauchte, jetzt hat mir gerade das Wort gefehlt, und ich immer noch so ein paar ja, Streifenreste hatte, habe ich die einfach ebenfalls mit Washi aneinander geklebt und dann auch noch mal eine Fotomatte oben drüber geklebt und somit habe da wieder die Reste verbraucht und gleichzeitig halt auch noch eine kleine Fotomatte geschaffen. Hier fehlt noch ein kleines Flipbook. Das habe ich. Ah, das ist noch nicht ganz fertig. Also hier kommt dann auch noch ein Flipbook drunter. Hier ist auch wieder, die ist sogar dreigeteilt. Ich finde, das ist eine schöne Idee, um die Reste zu verwerten. Nee, das ist eins. Habe halt auch mal versucht, so ein bisschen was zu kombinieren hier. Hier habe ich auch noch ein paar kleine Teile mit hingeklebt. Hier innen auch. Hier wird dann auch noch ein Flipbook hinkommen. Und hier auch noch. Ja, mal wieder so ein dreigeteiltes Kärtchen. Und das ist die letzte Seite. Und ich habe hier einfach eine kleine Klammer reingeklebt und habe hier in diesem Tütchen die Reste, die noch übrig sind, von diesen ganzen kleinen Teilchen, die habe ich hier einfach in dieses Tütchen gepackt und die hinten dran geklammert. Und dann kann derjenige, der das Büchlein bekommt, diese Teile halt noch nutzen und sich das hier noch ein bisschen
mehr gestalten oder noch was dazu kleben, wie ihm das halt gefällt. Und ja, ich denke, ich werde dieses Album in meinen Etsy-Shop packen. Das wäre dann das erste Album, was zum Verkauf steht. Also wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr da gerne mal schauen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen und das Album vor allem gefällt euch und ihr macht das vielleicht nach, weil so eine Blöcke haben wir ja bestimmt alle so einige zu Hause, alle die zumindest so gerne zu Action gehen. Und ja, wie ihr seht, man kann daraus ein wunderschönes Album zaubern. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder, wie immer. Bis dahin. Tschüss.